Moin Moin, Miro hier. Heute mal was ganz, ganz anderes und deshalb auch sonntags, denn es ist ein eher experimentelles Video. Es gibt einen Lautsprechertest von mir. Ja, hat es noch nie gegeben. Kennt ihr das, wenn man von der Firma auf YouTube angeschrieben wird? Hey, cooler Kanal, gefällt uns echt gut. Willst du nicht mal unseren coolen Shit testen? Ja, das hat die Firma Blitzwolf gemacht. Das ist noch eine recht junge Firma aus China, die vertreiben größtenteils Elektronik, Handyzubehör, all solche Sachen, das kennt man ja eigentlich. Und ich habe dann so lapidar geantwortet, das habe ich mir nämlich vorgenommen, immer antworten. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, wie überrascht ich war, als sie dann tatsächlich auch zurückgeschrieben haben: Ja, klar, bekommst du zugeschickt. Na gut, ich habe mich entschieden für einen Bluetooth-Lautsprecher, also drahtlos von Amazon. Direkt geliefert. Das ist das Modell BWF4 und ich denke mal, wir fangen einfach direkt mit einem Unboxing an. Kleines Handbuch in englischer Sprache. Da passiert nicht allzu viel, aber was für uns vielleicht noch ganz interessant sind, hier die technischen Daten. Der Lautsprecher hat also 10 Watt und zwar zweimal, zwei Lautsprecher drin. Wir haben hier 4 Ohm und 45 Millimeter Lautsprecher. Ja, Frequenz von 160 Hertz bis 20 Kilohertz und 3 bis 4 Stunden soll es dauern, den aufzuladen. Das Aufladen passiert über USB, aber ich packe erstmal den Lautsprecher aus. So, hat man den erstmal aus der Packung geholt. In meinem Fall sieht er natürlich schon etwas benutzt aus, denn ich habe den jetzt ungefähr 2 Wochen lang getestet. Dann hat man sofort einen relativ schweren, solide wirkenden Lautsprecher. Und ihr seht es auch gleich, ich habe direkt einen kleinen Kritikpunkt. Hier dieses Lautsprechernetz aus Metall, das zieht Fingerabdrücke quasi magisch an und auch kleiner Staub. Das sieht jetzt hier wesentlich schlimmer aus als in der Realität. Da sind eigentlich nur diese 2 Punkte hier zu sehen. Naja, die werden magisch angezogen. Und es ist gar nicht so einfach, den sauber zu machen. Ja, aber kommen wir mal zu dem Zubehör noch kurz. Da haben wir dann noch 2 Kabel. Und natürlich die Garantiekarte. Also 18 Monate Garantie vom Hersteller. Gar nicht so schlecht. Ja, interessantes Logo. Okay, an Kabeln ist dabei einmal ein Micro-USB-Aufladekabel und außerdem 3,5 mm Klinke, damit man den auch an Nicht-Bluetooth-Geräten anschließen kann. Okay, kommen wir mal zum Lautsprecher selbst. Also wie ich schon gesagt habe, das Ganze sieht recht solide verarbeitet aus, hat auch sein Gewicht, das blende ich euch jetzt mal unten ein. Und ich finde direkt fällt ins Auge diese gebürstete Oberfläche, die ist hier aus Plastik, auch wenn es nicht so aussieht. Ja, und insgesamt sieht das Teil ganz schön wertig aus. Ich war doch positiv überrascht. Der hat auch seinen Preis, kostet 45 Euro ungefähr. Hier steht nochmal 2x10 Watt Lautsprecher und ihr seht es auch, der ist unten gummiert, steht auch sehr sicher und rutschfest. Allerdings auch hier zieht ein bisschen Dreck an. Wasserdicht ist der Lautsprecher nicht. Auch nicht Spritzwasser geschützt, das heißt, ob man den jetzt mit an den Strand nehmen sollte, vielleicht lieber nicht. Und die Geräte werden hier an den Klinkeanschluss angeschlossen. Hier ist auch die Auflademöglichkeit und der Anschalter. In der Anleitung steht, dass man den 4 Sekunden gedrückt halten soll. Entweder ich zähle sehr schnell meine Sekunden oder es sind eigentlich eher 6. Also man muss den Anschalter schon ziemlich lange gedrückt halten, nicht 4 Sekunden, wie es in der Bedienungsanleitung heißt. Dann geht es aber auch an, blinkt erstmal kurz grün, blau, das heißt jetzt mit dem blinkenden Licht, dass eine Verbindung gesucht wird und sobald man dann koppelt, scheint es durchgehend blau. Die angegebene Reichweite von etwa 10 Metern ist etwas optimistisch. Im Freien mag das stimmen, aber wenn man in einer Wohnung ist mit Wänden, dann reduziert die sich auf, ich würde sagen, ungefähr 6. Kommt aber auch ein bisschen auf das Gerät an, das das Audiosignal sendet. Zum Beispiel mit meinem Laptop,
war das Signal etwas schwächer als mit meinem Handy. Bei dem MacBook meiner Freundin konnte es sogar schon zu Störungen kommen, wenn man die Hand an die falsche Stelle des MacBooks legte. Das passierte im normalen Betrieb aber eher selten und sollte deshalb kein wirkliches Problem sein. Die Reichweite reicht genau wie die Lautstärke aber auf jeden Fall dafür aus, dass man überall bei uns in der Wohnung super Musik damit hören kann. Der Lautsprecher lässt sich ohne Probleme zum Beispiel mit dem Laptop verbinden. Hier Windows 10. Ganz einfach Bluetooth anmachen, koppeln. Und da hören wir auch gleich, das Ding hat mächtig Wumms. Zum Klang kann ich außerdem auch noch sagen, dass alle möglichen Genres hier wirklich gut klingen. Es gibt keine Verzerrungen und bis auf die leichte Basslastigkeit ist der Klang auch wirklich ausgewogen. Schaltet man die Verbindung zum Lautsprecher wieder aus, dann merkt man doch, dass der Klangunterschied enorm ist. Der Bass ist quasi gar nicht mehr zu hören und ich habe sogar noch relativ gute Lautsprecher in meinem Laptop und sogar gar nicht mal so leise. Hat man kein Bluetooth am Laptop oder an seinem Gerät, kann man natürlich einfach das mitgelieferte Kabel hier verwenden. Es ist zwar ein bisschen kurz geraten, aber man könnte es auch durch ein etwas längeres ersetzen und so den Ton übertragen. Nochmal ohne Lautsprecher. Und mit. Auch die Verbindung mit einem MacBook ist natürlich kein Problem. Per Bluetooth lässt sich der Lautsprecher problemlos mit dem iPhone verbinden. Oder auch mit meinem Android-Smartphone. Die Verbindung ist also kein Problem, vollkommen unabhängig davon, welche Plattform man verwendet. Die Lautstärke kann entweder bequem über den Lautsprecher selbst, ja, und das war das Maximum, oder auch über das Handy eingestellt werden. Irgendwann übersteuert der Lautsprecher natürlich, ist ja kein besonders großer, aber ich finde doch, der Ton bleibt relativ lange gut. Einen Vergleich mit anderen Lautsprechern dieser Art habe ich nicht. Ich hatte nur mal einen ganz, ganz billigen Bluetooth-Lautsprecher in der Dusche. Der hat 5 Euro gekostet und war nach ein, zwei Wochen Schrott. Deshalb gebe ich euch jetzt einfach hier mein Fazit. Also mit diesem Lautsprecher von Blitzwolf, dem BW-F4, auch wieder ein toller Name, bin ich ziemlich zufrieden. Ich war sehr positiv überrascht. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, was die Akkulaufzeit anging, denn der war nach einer Stunde schon aufgeladen. In der Anleitung steht ja 3 bis 4 Stunden. Und ich dachte, vielleicht ist der Akku hin. Aber nach 3-4 Mal aufladen lief dann alles ganz problemlos. Tatsächlich läuft der jetzt aber seit mindestens 12 Stunden wirklich gut durch. 13 bis 14 Stunden habe ich irgendwo gelesen, ist angegeben an Akkulaufzeit. Also das wird solide erreicht. Und ich finde, hier haben sie wirklich ein gutes Erstlingswerk, was den Lautsprecher angeht, auf den Tisch gebracht. Also eine schöne Arbeit von Blitzwolf. Der Preis scheint auch ganz in Ordnung zu sein. Vergleichbare Geräte von anderen Herstellern kosten auch so um die 40 Euro in der Größenklasse. Ja, und jetzt meine Frage an euch. Soll ich sowas nochmal machen, wenn sich die Gelegenheit bietet? Es ist jetzt ja wirklich nicht unbedingt das, was normalerweise zu meinem Kanalinhalt geht. Würde mich eure Meinung mal interessieren. Und auch, ob ihr überhaupt solche Lautsprecher benutzt. Das war jetzt für mich das erste Mal, dass ich mit sowas wirklich ernsthaften Kontakt hatte. Ja, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Ich bin da und werde antworten. Das war's von mir. Grüße aus dem Norden.